Einen wunderschönen guten Abend. Honig. Da. Oh, wir haben hier noch ein Upgrade drin. Wir haben hier noch ein Upgrade drin. Und zwar für hier. 7. Zack. Siehste. Milch haben wir auch noch. Kuh will duschen. Ja, mein Hut sitzt immer noch nicht so vorteilhaft, habe ich gerade mal gesehen, ne? Ich hab mal, ja, war heute schwer. War sehr schwer heute. Sehr unruhig. So. Geschafft. Da haben wir die Grit. Da haben wir den Heiko. Die Sonja. Die Hexele. Dann haben wir hier... Gott, oh Gott, oh Gott, den Mike. Mike haben wir zweimal, ne? Der Mike ist zweimal auf unserer Farm. Guck dir das an, der hat sich gleich zweimal eingeschlichen. Guck dir das an, du. So, dann hätten wir hier nochmal eine Dusche für Chemist Dart Fan und für Lavisinchen. Und den Namen kann ich nicht lesen. Das ist die Miri mit dem Pilzhut. Ah ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, ne? Der Frosch ist der Ron. Und Oma Lizzie brauchte auch eine Dusche. Jawohl. Oma Lizzie musste auch mal wieder duschen. Haben wir locker hingekriegt. Hallo, André. So, dann müssen wir noch mal bei Guru und Jana vorbeischauen. Dit Guru. Wie, der will eine Mütze. Der hat mir jetzt nicht eine Mütze gegeben. Der hat mir tatsächlich eine Mütze gegeben. Aber Guru, was ist los bei dir? Und hier... Oh Gott. Hier haben wir ja unseren Mickey, ne? Wollten wir den nicht Mickey nennen? Warte mal. Weil Mickey ist ja normalerweise eine Vogelscheuche, aber in diesem schönen Ausnahmefall ist Mickey unser Waschbär. So... Okay, der Pete Pets DLC ist der Download für Hausflipper auf 2,1 GB gestiegen. Herzlichen Glückwunsch. So, unsere Jana hat uns ein paar Gläschen gegeben. Also, wenn ihr am Baum schüttelt, solltet ihr das des Öfteren tun. Vor allen Dingen, wenn ihr tagelang unterwegs wart. Könnt ihr gewiss drauf sein, dass ihr da ein bisschen mehr als nur eine Frucht runtergeschüttelt bekommt. Kann sein, dass hier noch Dreck liegt. Was ist denn bei mir hier los? Also öfters mal am Bäumchen schütteln, da immer noch Früchte dran sein können. Ich hätte ja so gerne Oliven, ne? Wir haben auch noch nicht alle Upgrades, glaube ich. Da fehlt ja noch dieses Oliven-Gedöns. Halt! Sowas machen wir mal schnell im Vorbeigehen, tatsächlich. Und dann können wir auch bald wieder schön Marmelade machen. Die sich im Übrigen sehr gut dazu eignet, Einmachgläser zu kochen. Obwohl 300 haben wir. Ich weiß nicht, wie viel wir noch benötigen. Auf Sicht. Mike doppelt hält das behält besser. Meinst du, Grit? Glaubst du, wir schaffen zwei Mikes? Ich weiß ja nicht.
So, hier können noch mal ein paar Eier rein. Oh je. Oh je. Also mit Eier sind wir hier echt gesegnet, ne? Ah. So, hier machen wir mal Marmelade rein. Mayo. So. Und da können wir die restlichen Eier reinschmeißen. Haben wir noch mehr? Nö. Tatsächlich gar nicht. Siehste. Siehste den Kaktus in der Wüste. Hier haben wir noch nichts drin. Das Saatgut habe ich hier hinten irgendwo reingeschmissen. Hier. Das ist das Blumensaatgut, ne? Das ist Blume. Blume. Und Blume. Wo habe ich denn das Baumsaatgut drin? Weiß ich auch nicht so genau mehr. Hier kommt Milch rein. Wollen wir noch Käse machen? Ich glaube, ich behalte erstmal Milch, ne? Aber irgendwie steht hier das nicht ganz richtig. Ja. Auf 2. Dann müssen wir das mal ein bisschen drehen hier, ne? Hier rum steht denn das richtig? Ich würde das ja so rum hinstellen, aber... Dann passt das nicht. Warum nicht? Das finde ich aber doof. Haben wir hier was drin? Nee. Machen wir mal R entfernen. 4. Und habt ihr was gesehen? Es dreht jetzt in kleineren Kreisen. Ne? Es dreht jetzt nicht nur einmal ums Eck, sondern man kann auch die Sachen dann schräg hinstellen. So. Und dann können wir hier gleich mal hier Äpfel reinschmeißen, ne? So. Und Marmelade. Davon haben wir nämlich ganz schön viel Zeug. Hier ist Apfel. Ich glaube, die habe ich ja alle schon abgegeben, ne? Wir müssen mal gucken. Ich würde gerne alles wegsortieren aus meiner Kiste, aus meinem Dings hier. Rein theoretisch brauche ich doch nur noch Olive, Melone und Cranberries. Oder war da noch was anderes, was ich da noch abgeben musste? Hier haben wir Baumsaatgut. Guck mal hier, da kommt das rein. Ich hatte schon zweimal einen schwarzen Bildschirm, aber ich war noch zu sehen... Und die untere Leiste. Jetzt eben gerade oder jetzt in den letzten Tagen, liebe Josie? Da lang. So, Melone. Oh, guck mal, hier haben wir noch mehr. Jetzt habe ich mittlerweile von den großen Sprenglern schon 6 Stück bekommen. Also, das ist alles gut. Räumen das jetzt alles weg. Knoblauch. Habe ich wahrscheinlich noch gar nicht in der Tasche. Doch, habe ich. Rot. Ach nee, die wollte ich ja eigentlich... Warte. Wir werden das natürlich da drinnen behalten. Weiß ja nicht... Ach nein, geh doch runter. Das werden wir hier in der Tasche behalten, denn ich weiß ja nicht, was ich unterwegs immer brauche. Aber das Saatgut, das können wir wegräumen. Aubergine. Aubergine, ach, ich komme ja hier wieder nicht durch. Ne? Aubergine haben wir hier. Da können wir das Saatgut hin tun. Salat haben wir hier. Cranberries haben wir hier. Oh, wie viel wir davon schon haben, ne? So, ich würde sagen, im Game, ja im Game ist mir schon klar. Ich meine jetzt in den letzten Tagen oder heute nach dem Update.
Wir haben noch einen Bananenhut. Und noch einen Krakenhut. Ich möchte auch ein Dings haben. Ein Sheriff. Vorher. Ja, vielleicht wird's mit dem Update besser, liebe Josie. Solltest du auf jeden Fall mal beobachten. Das solltest du auf jeden Fall mal beobachten, ob das besser wird oder nicht. So. Von Milch habe ich ganz schön viel, ne? Was ist das hier? Rohrteil. Gehört eigentlich nach hier unten. Dammsicherung. Weil die Questgegenstände habe ich nämlich alle unten tatsächlich. Batterien haben wir auch schon wieder 40 Stück. Guck mal hier. Können wir das hier nach unten tun? So, ich gehe einmal ganz kurz. Wir brauchen einen Ziegenstall. Da muss ich doch den Schaf-Kuhstall nehmen, ne? Muss ich da den Kuhstall für die Ziegen nehmen? Ja, ne? Da müssen wir uns die Erweiterung im Übrigen auch nochmal kaufen. Ja. Okay, wir haben keine Bretter mehr in der Tasche. Wir werden auf jeden Fall gleich mal schlafen gehen, damit eventuell morgen die Melonen gewachsen sind. So. Dann wird jetzt hier... Ach, guck mal, da steht es auch da. Schaf, Ziege und Kuh. So. Schaf, Ziege, Kuh. Nein, nein, wenn ich explizit danach frage, ist alles gut. Wenn ich explizit danach frage, dann ist alles gut. Ach, siehst du, guck mal. Aber das war vorher nicht, ne? Dieses Schild, oder? Diese Schilder, wie viel drin ist und so. Das war vorher nicht. Guck mal, ihr Kühe, ihr seid schon echt eine Portion bescheuert, oder? Ah, guck hier. Hühner und Gänse. Hier passen diese 15 von 10. Ne, hier können auch 5 rein. Ah. Und hier können auch noch mehr Schweine rein. Damit die Tiere auch alle glücklich sind. Guck mal, die rocken hier richtig ab. Manu hat sich einen Hutwechsel gewünscht. Was wollte die denn nochmal haben? Ich habe das schon wieder vergessen. Die Schweine sind jetzt ballaballa. Manu, welchen Hut hattest du dir eigentlich gewünscht? Ich habe gerade keinen blassen Schimmer. So, die Krake. Okay. Aber wo ist denn hier? Wo ist Andrina? Komm mal her hier.
Andrina, warte. Erstmal Liebe. Und dann nehmen wir den Hut mal ab und setzen ihn wieder auf. Jetzt komm mal her. Nimm mal einen Kopf daraus, Kuh. Ah, es sieht immer noch so bescheuert aus. Das sieht immer noch so bescheuert aus. Wartet mal. Leute, ich muss einmal schlafen gehen, sonst werden mir die Melonen nicht gedingsbummt. Sie kriegt natürlich, wenn sie das möchte, einen Krakenhut. Drückt mal lieber die Daumen, dass die Olivenbäume gewachsen sind und die Melonen. Aber es sieht nicht danach aus. Wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen. Ein Krakenhut, ein Krakenhut. Ein Krakenhut. Wir setzen der Manu einen Krakenhut auf. Wo ist sie denn? Sie wollte unbedingt diesen Kackpilzhut haben, ne? Guck mal, John ist hier, auch noch. Er kriegt sie eben halt Krakenhut. Du weißt schon, dass du damit eine Stange blöd aussiehst, oder? Mein ja nur. Ah. Ich hab doch geschlafen. Hab ich nicht geschlafen? Ach, ich wollte schlafen gehen. Warum habe ich denn nicht geschlafen? Ich bin so blond. Krake funktioniert auch bei Kuh, Sombrero habe ich noch nicht probiert. Jetzt habe ich geschlafen. Ah. Oh, meine Lizzie, gut, dass du aufgepasst hast. Gut, dass du aufgepasst hast. So, unsere Melönchen sind fertig. Wir können sammeln gehen, aber wir müssen noch mehr einpflanzen. Das sind 7 Stück. So. 8 Stück haben wir hier drin, ne? Die nehmen wir noch mit. So, dann brauchen wir noch mal hier, müssen wir hier hinten noch mal gucken. Die brauchen wir noch. Die werden wir auch gleich wieder mit einpflanzen. Brauchte ich noch was? Nee, mehr brauchte ich nicht, oder? Wir gucken noch mal hier hinten. Oh, guck mal hier, Mickey hat für uns was Schönes. Hier brauchte ich nichts mehr, oder? Außer Cranberries. So, damit haben wir das letzte Kräutervitamine 3 Update. Dein Gesundheitsbalken wird verlängert. Und weiter? Was geht noch? Hier. Da brauchen wir die Oliven. Für Powerschlag 2 brauchen wir die Oliven. Hallo, Jana. So. Gleich mal mitgenommen, das Katzentier. Da fehlt eine Frucht im letzten Beet. Ich schaue sofort. Ja, also, unsere Oliven sind immer noch nicht so weit. Da müssen wir tatsächlich uns noch ein bisschen gedulden. Ach. Okay. Dann sind wir geduldig. Geduld ist eine Zier. Weiter kommt man ohne ihr. Marmelade ist auch fertig. Und Honig ist fertig. Wo ist der Honig gelandet? Da, wo er hingehört, ne? Zack. Marmelade machen wir hier rein.
Die Kühe werden jetzt nicht gemacht. Tatsächlich. Wie gut, wie gut. Ein Busch zu wenig gepflanzt. Sehr schön aufgepasst. Hafer. Hafer. Zack. Orange, das ist ja witzig, was? Den Salat für Ari machen. Auch das noch. Oh Gott, oh Gott. Was wollte der für einen Salat? Irgendwas mit Wassermelonensalat, genau. Und den Wassermelonensalat. Gegrilltes Gemüse. Frühstücksflocken. Wassermelonensalat. Und wir haben alles dabei. Sehr schön. Ja, die Oliven brauchte ich, genau, Lavisinchen. Und Olivenöl, glaube ich, brauchte ich auch. Aber die Füchse, die Ziegen und den Salat. Das ist wirklich nur die Füchse, die Ziegen und den Salat. Die Ziegen, was kriegen die Fennex? Wassermelone. Die Füchse brauchten den... Die Ziegen brauchten den Stall und die Fennex brauchten die Melone. So. Da kann ich doch aber jetzt... Ach, guck. Jetzt ist auf den kleinen Karten auch im Übrigen ein Tor. Das ist ja ein Ding. Ist das die Tür zur Wüste? Ja, ne? Ja. Das ist die Tür zur Wüste. Ja, dann bin ich ja richtig. Einen Moment. Schluckkäffchen. So. Dann werden wir mal gucken, was hier überall rumkreucht und fleucht, was wir hier einsammeln können. An Tieren. So. Du kriegst ein Melönchen. Einmal streicheln. Huch, streicheln! Herrgott. Das war Numero Uno. Ich streichle auf meine einzigartige Art und Weise, ne? So, hier haben wir noch mal ein bisschen Dreck. Dann haben wir hier die erste Ziege. Da brauchten wir die Crimeberries, genau. Und noch mal streicheln. Sehr schön. Und jetzt blitzen natürlich schon die ersten, was wir die ganze Zeit nicht hatten, Errungenschaften auf. Hier haben wir jetzt einen Fennec. Sehr schön. Die zweite Ziege. Jawohl. Hier haben wir noch einen Fennec. Das klingelt so schön. In meinem Ohr. Und da sind wir gekommen, oder? Nee, sind wir nicht. Wir sind natürlich von links gekommen. Der Frosch ist cool. Oh Gott, was habt ihr denn hier gemacht? Aufsammeln, 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 aufsammeln. Was habt ihr denn hier gemacht? Ihr macht hier Müll. Aber ihr seid glücklich, ne? Ihr macht Müll, aber seid glücklich. 3 von 3.
Also, da passen auch nur 3 rein. So, Ziege. Sehr schön. Du gehörst jetzt auch zu mir.